Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ein neuer Vlog startet jetzt und ich dachte mir, ich fange nochmal an zu filmen, nachdem ich mich fertig gemacht habe. Irgendwie habe ich meine Haare heute nicht gekämmt und nicht geföhnt und jetzt sind die so voll wellig geworden, das hatte ich noch nie. Sehr komisch. Aber egal, bevor ich dieses Video starte, wisst ihr, in jedem meiner Dezember-Videos, Klammer auf, jeden Tag im Dezember kommt ein Video, Klammer zu, gibt es eine Verlosung. Und in diesem Video gibt es für meine Abonnenten eine Apple Watch zu gewinnen. Mega cool. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das sehr gerne hier oben mit einem Klick oder über den Link in der Infobox kostenlos machen. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, braucht ihr einfach nur einen Kommentar schreiben, beziehungsweise mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil und dann gibt es eine Apple Watch. Tudu! Wir haben jetzt angefangen, die Wohnung ein bisschen aufzuräumen. Ich falte gerade die ganze Wäsche, die seit Tagen schon hier dran hängt. Denn meine Großeltern kommen in ungefähr einer Stunde, muss ich die abholen, und schauen sich das allererste Mal unsere Wohnung an. Und das ist eigentlich richtig krass, weil die sehr, sehr nah bei uns wohnen. Und wir wohnen ja jetzt auch schon ein gutes halbes Jahr hier in der Wohnung. Und die waren einfach noch nie bei uns zu Besuch und haben sich irgendwie die Wohnung angeguckt. Aber wir bei denen. Ja, ja klar, wir bei denen. Aber die sind irgendwie nie zu uns gekommen. Ich weiß auch nicht. Dann werden wir mal gucken, was sie von unserer Wohnung halten. Wir wollten vorher die Wohnung noch ein bisschen auf Vordermann bringen, ein bisschen aufräumen. Eigentlich wollten wir auch noch ganz kurz was besorgen im Ort. Und ich wollte eigentlich auch noch, also Kaffeemaschine haben wir hier, ich wollte so Kuchen und Plätzchenzeugs holen. Und ich muss in einer knappen Stunde schon los. Und ich glaube, ich schaffe das alles nicht. Ach so, stimmt. Ich habe immer noch nicht die ganzen Klamotten gezeigt, die ich ja mit dem Shopping-Ausrastertag durch Julians Wetteinsatz bekommen habe. Die zeige ich euch auch gleich in diesem Video. Also heute wird es auf jeden Fall spannend. Ja. Ey, mein Video ist online. Ich weiß, habe ich doch gerade schon gesagt, dass mein Video online ist. So Leute, wir beginnen jetzt mal, bevor ich irgendwas anderes mache, indem ich euch erstmal die Klamotten zeige. Und zwar, ihr kennt das, man hat neue Klamotten und was will man machen? Man will natürlich sofort irgendwas davon anziehen. So ist es mir natürlich auch in den letzten, ich glaube, 3 Tagen ergangen. Und ich habe schon einiges von den Sachen aus den Tüten genommen und angezogen. Wie zum Beispiel auch gerade diese Jogginghose, die ich mir neu geholt habe. Die habe ich jetzt auch schon mal zweimal angehabt und die ist so chillig. Dann habt ihr vielleicht auf Instagram, da könnt ihr mal bei mir vorbeischauen, Bibis Beauty Palace heiße ich da, 2 Fotos von mir entdeckt, die in Rom entstanden sind, wo ich so eine pinke Winterjacke anhatte, so eine rosa pinke. Die ist auch neu und die gleiche habe ich mir nämlich auch in so einem Pastell-Mint-Grün geholt. Das ist diese mintfarbene Winterjacke und die ist halt so mega fett und sieht einfach voll stylisch und cool aus. Dann habe ich zum Beispiel hier diesen Pulli, den gab es leider nur noch in XL, war aber nicht schlimm. Und zwar ist das so ein weißer, schlichter Strickpulli mit so einem ganz kleinen Kragen. Und den kann man dann super cool mit Overknees-Stiefeln oder mit keine Ahnung welchen Schuhen anziehen. Und der ist halt mega kuschelig und warm und einfach super riesig. Und darin werde ich in diesem Winter nicht frieren. Oha! Julian! Die haben an meinen Handschuhen dieses Sicherheitsteil vergessen abzumachen. Nee. Krass ist das denn? Das hat gar nicht gepiepst. Es gibt sogar welche, da kommt Farbe rausgespritzt, ne? Oh Mann, jetzt kann ich die nicht anziehen. Das muss ich wieder da zurück in den Laden. Die sind so schön. Ey, mach mal einen Fleischklopfer, ich stehe ein Video darüber. Nein. Nicht mit dem Fleischklopfer. Hier habe ich mir einen Rock geholt. Der Julian findet den nicht so schön. Ich habe den tatsächlich auch... Ich hatte den tatsächlich noch nicht mal angeprobiert, habe den einfach mitgenommen. Und zwar ist das dieser Rock hier, der ist halt so, tschum, tschum, der steht halt mega weit ab. Und irgendwie fand ich den voll cool, dachte mir vielleicht für Silvester. Wer ist der King? Oha, hast du es geschafft? Ja, da habe ich Erfahrung drin. Geilon, also das sind die Handschuhe. Guck mal, mit dem Fleischklopfer kaputt gehauen. Oha. Wow, die habe ich mir geholt, die sind auch so geil. So. So richtig lange, fette Kuschel. Ja, sind das überhaupt noch Socken? Eher Hausschuhe, die bis zum Knie hochgehen. Und die sind wie diese ganz kuscheligen Socken so gefüttert innen drin und glitzern. Und ach, fand ich irgendwie mega geil. Ich bin so eine Frostbeule manchmal abends im Winter und ich dachte, das ist einfach... Ich hasse das Wort Frostbeule. Warum? Dann habe ich einen Style mir geholt. Dazu brauchte ich
diesen Gürtel. Ich wollte eh schon immer so einen Hüft... Also was heißt schon immer? Die letzten Wochen habe ich gedacht, oh, ich brauche mal so einen Hüftgürtel, einen neuen. Der ist so ein bisschen breiter und hat irgendwie mega schöne Details gehabt. Und ich dachte mir, damit kann ich ein schönes Outfit zusammenstellen. Und dann habe ich mir noch was mega Schickes geholt. Jetzt habe ich es natürlich aufgeknöpft, ist ja klar. Das ist eigentlich so eine beige Bluse, die bis zum Knie mir geht. Also die ist sehr lang geschnitten und hat so goldene Knöpfe überall. Und auch so eine Stoffgürtel quasi, womit man sich dann vorne so eine Schleife machen kann. Sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus so einem leichten Mantel und einer langen Bluse. Und irgendwie fand ich das mega geil für den Herbst oder für den Frühling. Das ist so wie so ein Seidenstoff, fühlt sich das an. Und ich fand das einfach so schön. Ich werde ja alles irgendwann mal tragen und dann sicherlich wird man diese Styles dann auch in meinen Videos oder auf Snapchat oder auf Instagram sehen. Dann habe ich den Pulli noch geholt. Der ist so super locker geschnitten, hat nirgendwo einen Bund und der ist einfach so ganz pinky, den fand ich irgendwie auch voll cool. Könnt ihr euch noch dran erinnern, ich hatte einen neuen roten Lieblingspulli und dann habe ich den beim Zwischenstopp, wo war das nochmal? In Lissabon habe ich den verloren und ich habe fast genau den gleichen Pulli jetzt wiedergefunden. Sieht jetzt irgendwie mega orange aus, aber der ist knallrot. Dann habe ich mir einfach ein weißes, etwas längeres Basic-T-Shirt gekauft, gibt es jetzt nicht so viel zu zeigen. Dann habe ich mir so ein Samt-Glitzer-Graues... So viele Sachen! Ja, ich weiß! Hier so ein Samt-Glitzer-Graues, silbernes T-Shirt geholt. Das ist so weich und fällt relativ locker. Ich weiß noch nicht genau, wie man das stylen kann, aber... Dann eine Bluse, so in so einem beige-rosa. Oben so ein Ausschnitt, dass man halt die Schultern sehr sieht. Ist auch etwas kürzer geschnitten und hat dann an der Seite auch so süße Details mit so kleinen Knoten und Schleifchen. Und dann habe ich mir so eine abgespacede Jacke gekauft. Und zwar ist die rosa Metallic. Die ist einfach so genial. Da kann man bestimmt so abgespacede Styles mitmachen. Das ist einfach so ein Basic, eine weiße Sweatshirt-Jacke eigentlich. Hä, da fehlen voll viele Sachen. Da habe ich so viele Sachen schon angezogen. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass ein paar Sachen schon in der Wäsche sind. Weil ich auch, ja guck mal hier, das ist die pinke Jacke, die ich mit hatte. Ach hier, meine Stiefel. Die habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die hatte ich auch einen Tag. Ich weiß, Juli. Boah, voll das Mordgeschoss. Was, Alter, da ist gerade so ein riesen Stiefel von oben runtergefallen. Auf jeden Fall hier diese Overknees-Stiefel in beige haben so eine Wildlederoptik und sind vorne so ein bisschen spitz und haben dann so einen kleinen Absatz. Das ist auch gleich eine Wildlederoptik. Die finde ich auch mega schön. Und Leute, das ist der kuscheligste und wärmste und schönste Schal, den ich je gesehen habe. Meine Schuhe sind übrigens von hinten dreckig und ich trage sie seit 8 Jahren. Und hier haben die so ein Loch drin. Das ist in so einer... Interessiert keinen. In so einer Lochoptik. Das ist das letzte Teil, was ich jetzt gerade noch im Kleiderschrank gefunden habe. Das ist einfach so ein mega geiler Strickpulli und der ist so ganz locker geschnitten und hat halt auch so Rissdetails, als ob der halt so am Arsch wäre. Aber ist er natürlich nicht, das ist extra. Time-Management on point. Ich hätte in der Sekunde bei meinen Großeltern sein müssen. Wir waren jetzt noch im Supermarkt, weil meine Oma meinte zwar, nein, wir trinken nur einen Kaffee. Ich habe eine Avocado-Paste gekauft. Und wollen keinen Kuchen. Natürlich würde das niemand interessieren. Doch, voll. Aber ich habe den jetzt trotzdem was Leckeres mitgebracht. Und ja. Oh, guck mal, das ist Gold. Boah, sieht ja schön aus. Ja? Mhm. Der Julian bleibt jetzt hier. Ich flitze jetzt los. Ach so, guck mal, was ich gemacht habe. Juli, kannst du die Blumen in die Vase stellen? Ich habe nämlich für uns Blumen geholt. Kannst du die kürzen? Boah, ich habe immer so ein Glück mit der Farbe. Hä? Kannst du die kürzen und in eine Vase stellen? Die müsste hier irgendwo umstellen. Womit soll ich die kürzen? Mit einem Messer. Und meiner Omi habe ich nämlich auch Blümchen mitgebracht. So weiße. Da muss ich noch die Folie abmachen und dann flitze ich los. So eine Scheiße. Ich wollte gerade losfahren, habe mich mega beeilt, weil ich jetzt schon echt zu spät bin. Und was passiert? Diese Kamera fliegt mega hin. Ich habe gerade fast 10 Minuten gebraucht, um die wieder ans Laufen zu bekommen, weil da immer stand keine Speicherkarte drin und da kann man natürlich auch nicht aufnehmen, obwohl da eine drin ist. Also, ich habe es hoffentlich geschafft, wieder zu reparieren. Wir haben einfach 3:30 und die Sonne geht unter. Hallo! Hallihallo! Hallo! Oma, kannst du heute nicht. Omi! Oma, ich hab dir Blumen mitgebracht. Ach, danke dir, mein Schatz. Ach, toll. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Es war so viel Verkehr. Guck mal. Hallo, du süßer Kater.
So, das sind ja die Blumen. Sehr schön. Das ist eine abgespacete Kamera, ne? Ja. Du sollst mir nichts schenken. Oh. Ja. Hast du Plätzchen selber gebacken? Ja, ja. Oh. Freut ihr euch auf die Wohnung? Ja, ja, ja. Na ja, da war ein Dreieck. Lag da eins? Mhm. Das ist, wenn man was Größeres, dann sieht man das. Du bist so gemein. Ja, so musst du dich so festhalten. Du musst dich erst abschnallen. Geil. Das ist mir letztens im Flugzeug passiert. Wir sind da, Juli. So. Hallo. Hallöchen. Hallo. Jetzt haben wir es mal geschafft. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Toll. Guck mal, sind wir ein schöner Weihnachtsbaum. Toll. Pinkfarben. Schön, ne? Hast du den gefüllt? Nee. Nein, den kann man so kaufen. Den gibt es schon zu kaufen? Ja. Sehr schön. Wunderschön. Das ist die Küche? Nee, das ist das Badezimmer. Ja. Wunderschön. Ja? Ja. Gefällt's dir? Aber alles modern. Kommt... Die Schirmhause? Ja. Warum willst du das wissen, als ob du spülst zu Hause? Ich muss aber reparieren. Ah, okay. Das ist nicht zum eine Essen. Doch, klar ist das zum Essen. Eine Schweineschnauze. Ist irre. Habt ihr das noch nie gegessen, die nee, Macarons? Nee. Echt nicht? Nee, was probiert mal einen jeder. Schmeckt gut. Hm? Die sind lecker, ne? Hm? Wow. Wie der Opa alles unter die Lupe nimmt, ob das alles gut verarbeitet ist. Ja, ja, ja. Sag mal, wie macht er jetzt die Tür zu? Da ist keine Tür. Das war. Das ist ein Fernseher. Das ist ein Fernseher. Beim Duschen. In der Badewanne. Ach nee. Ach nee, da kann ich keinen Fernseher brauchen. Klein, aber gemütlich. Ja, ja, sehr schön, aber auch schön. Ja. Sehr gemütlich. Du. Man kann den Kindern eine Freude machen, wenn man ihnen eine Lampe schenkt. Ach so, Lampe, ja. Wir wollten eigentlich hier einen Fernseher hinmachen, nur wir haben noch keine richtige Befestigung gefunden und dann können wir erst die Lampe montieren. Ja. Weil nachher hängt die Lampe so tief runter, dass man nicht mehr kann. Achso, da kannst du ja. Achso. Im Schlafzimmer keinen Fernseher. Nein, dann machen wir die Augen zu und schlafen. Ja. Fernsehen gucken können wir woanders. Okay. Das sind die Kekos. Ja. Wo sind sie denn jetzt? Ja, die schlafen alle. Wie, haben die keinen eigenen Fernseher? Die heuscheln. Nee, die haben keinen eigenen. Ich fasse ihn sowieso nicht an. Probier doch mal. Oh ja. Hm? Mich kennst du noch nicht, ne? Süß, ne? Oma, kennst du die Creme schon? Nee, ich hatte, sollte sie kaufen, die war bei Dings ausverkauft. Nee. Hier, ich kann sogar eine schöne Tüte dazu geben. Ach so. Oh ja, wunderschön. Ach, die brauche ich, ja. Ach, das ist traumhaft. Aber toller Grill auch. Naja, müssen wir im Sommer mal aufstehen. Ja, das machen wir. So, ich habe jetzt meine Großeltern nach Hause gebracht. Ich habe natürlich nachher nicht mehr jedes einzelne Wort mitgefilmt, aber die waren jetzt irgendwie über 3 Stunden hier. Und ich habe mir eben einen frisch gepressten O-Saft geholt, hab den irgendwie voll in meiner Handtasche vergessen. Hast du deinen ausgetrunken schon? Ja, klar, nach 5 Sekunden. Das Vitaminschub, den muss man sich geben. Boah, jedes Mal, wenn ich das Wort Schub höre, ne? Oh, ich brauch den Schub. Okay, Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, wenn irgendjemand weiß, aus welchem meiner Videos dieses Zitat ist, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ey, ich habe eben auf Snapchat gesehen, dass der Julian versucht hat, einen Tannenbaum einzusaugen. Hauptsache 1000 Kugeln fallen ab. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Eine ist runtergefallen. Der versucht, immer diesen Tannenbaum loszuwerden. Ich habe mir gerade mal ein paar alte Videos von mir angeguckt und bin auf einen Shopping-Haul gestoßen, der jetzt fast auf den Tag genau 2 Jahre alt ist. Ich verlinke euch den unbedingt jetzt mal hier und vor allem auch in der Infobox, wenn ihr mit dem Handy oder so unterwegs seid. Einfach... Der ist schon älter als 2 Jahre. Ich finde es einfach jedes Mal so krass, so alte Videos von mir zu sehen, wie man sich verändert hat. Ne, optisch, aber auch von der Art irgendwie. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Und ich komme jetzt auch langsam mal zu einem Ende hier im Video. Ich verlinke euch hier und hier auch nochmal meinen letzten und meinen vorletzten Vlog. Und ich habe hier eben ein kleines Rätsel gemacht mit dem Satz, ich brauche den Schub. Falls ihr es bis jetzt immer noch nicht rausbekommen habt. Dieses Video war das Video 10 Arten von... Was war das nochmal jetzt? Das habe ich wieder vergessen. Ich von Mädchen, auf, von Mädchen. Von Mädchen, ja. 10 Arten von Mädchen. Das verlinke ich euch auch hier unten. Also dieses Mal gibt es viel zu stöbern noch, wenn dieses Video vorbei ist. Wir gehen nämlich jetzt nochmal raus. Wir haben jetzt gleich schon 10 Uhr und ich muss das Video ja noch komplett schneiden. Und ich lasse die Kamera jetzt mal hier, weil es bei uns wahrscheinlich ein bisschen später wird, bis wir wieder nach Hause kommen. Und wenn ich jetzt noch alles mitfilme, was ab jetzt passiert und das Video dann noch wirklich so um 3 Uhr anfange quasi von neu wieder zu schneiden. Ich habe einfach Angst, dass ich das dann nicht
schaffe, weil das Video ja für euch schon um 11 Uhr online geht, weil wir Wochenende haben. Übrigens, denkt an die Verlosung, ihr könnt eine Apple Watch gewinnen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das sehr gerne. Bist du gerade vom Bett gefallen? Alles im grünen Bereich. Sicher? Kann man mit der Apple Watch telefonieren? Aua. Ich glaube schon. Hey Bibi. Ja. Stell dir mal vor, ich mache meinen Fake-Account. Durch dieses System gewinne ich. Du gehst zur Post und so. Hä? Das ist doch meine eigene Adresse. Lach halt nicht über meinen Witz.